Ach, okay. Ich habe gerade nur mit einem Das Ohr letzte Mal, als irgendwie ich zugehört, sorry. reingehört habe, hatte Steffi nämlich 9000. Ja, nee, ja genau, Safe erklärt dir das. Bis später. Ja. So, Leute, wir dürfen wieder die Gorgone spielen und wir nehmen natürlich wieder diesen roten Skin, denn die Leute sind alle grün, haben alle eine Rot-Grün-Schwäche und dadurch ist es natürlich ein leichtes für uns dann als Gorgone zu entkommen. Als Gorgone würde ich heute gerne das hier nehmen. 89% setzen auf die Gorgone, also auf Grancy Bancy. So muss es sein, Leute. Sie haben schon wieder Lass. Exe als Hyde. Und ja, ich bin sehr gespannt. Zweites Monster. Kann man mal machen, Leute. Also, haut eure Wetten raus. Und dann schauen wir mal, wie das hier so laufen wird. Klabostermann als Gorgone. Die Wetten sind geschlossen und dann legen wir los hier, Leute. Der neue Support sieht richtig nice aus. Bin auch sehr gespannt mit diesen Monsterfähigkeiten, die er noch so drauf hat. So. Gut, dann gehen wir hier diese Runde. Wie gesagt, der Typ hier verrät jetzt ja eh komplett, was wir machen. What the fuck? Direkt ein Buff? Hätte vielleicht... Hier, Goliath, hilf mir mal. Hilfe, Diener! Nein. Das ist Schaden oder so ein Scheiß. Oh, jetzt verliere ich hier Lebensenergie. Grants, du bist ein Opfer, Alter. So, aber dafür habe ich den Damage-Debuff. Oder wie auch immer man das nennt. Kann ich mit diesen Fachausdrücken nie aus. Sorry, Leute, ich bin Noob in solchen Begrifflichkeiten. So, da sind sie also gerade schon gewesen. Hängen uns ziemlich am Arsch. Wir nehmen mal unseren Kumpel hier mit. Eigentlich, wenn ich volle Rüstung habe, wäre eigentlich schon fast geil anzugreifen. Okay, Seifo, ja doch, Seifo will trappen. Hoch mit mir. Ja, doch, sie helfen, Echse. Komm schon hoch mit mir. Echse habe ich. So, Steffi liegt. Na komm. Könnte das ein Stufe 1 Rape werden? Ah, hier sind sie lang. Scheiße. Steffi ist im Dingens. Oh, was? Na komm runter hier, Seifo, ey, und du wirst gebraten, Mann. Stufe 1 Rape, Mann. Stufe 1 Rape mit der Gorgone. Den fresse ich erstmal auf hier. Oder die, das war nämlich Echse. So, wo ist Funky hin?
Wo ist Funky hin? Soll ich es auf 1 fertig machen? Ich könnte evolven. Ich könnte es jetzt safe spielen. Hey, Liana! Ich könnte safe spielen. 9 Sekunden kommen die schon wieder. Ich evolve mit meinem Homie hier an meiner Seite. Puh. Nehmen wir das und die Säure. Also in den Beta-Tests, Blacky, habe ich schon, hatte ich gesehen, dass die sogar gar nicht mal so mächtig sein soll. Also dass der Schadensoutput sich einfach nur ein bisschen nach hinten verzögert. Das soll gar nicht so schlimm sein. Wurde mir gezeigt in den Statistiken der Close Beta da. Also. Ach komm, ist nicht dein Ernst. Ah, nice hier, der Dingens hilft mir. Weil die Fähigkeit soll wohl auch nicht ganz so lange halten, habe ich gelesen. Was ist in Lianas Hose? Ach so! Weil ich meinte, wo ist Funky, oder was? So, den Safe machen wir mal eben down, ne? So, der liegt. Ach komm, das ist doch kacke. Ach komm, ehrlich? Exa hat das auch wieder überlebt. Ah, okay, sie hat auch noch ihre Rüstung. Dann hauen wir ab, Doppelgänger. Komm mit mir. So, greift die Viecher ja an. Wem helfen die denn dann nicht? Oh, komm, Echse, das ist nicht dein Ernst. Doppel, wo ist der Mimic? Da. Boom! Da liegt sie. Wer Echse liebt, hebt sie auf, Steffi. Ist nicht so schlimm. Okay, ich muss jetzt leider auf Steffi gehen, auch wenn ich das eigentlich nicht so... Ich wollte sie nicht so fokussen. Vorsicht! Was ist das? Nein!
Trapper tot, Medic tot. Ach komm, das ist doch nicht dein Ernst. Ja, schießt ruhig auf mich. Kommen sie? Nee. So, okay, jetzt muss ich leider Steffi fokussen. Denn, die hat halt schon gut als Lazarus gespielt. Muss man ihr lassen. Dann muss sie halt auch die Quittung dafür tragen. Und muss damit rechnen, dass sie dann von mir auch gefokust wird. So. So, sind sie am Relay? Wenn nicht... Ah, oh, komm, Echse, das ist nicht wahr. So, haben wir es geholt. Haben wir es geholt. GG. GG. Nice. Na, hast du versucht, uns sofort fertig zu machen mit dem zweiten Monster, oder was? Nicht mit Absicht eigentlich. Ihr wart auf einmal doch schon recht schnell hinter mir, weil ich habe so einen Armadon gesehen auf dem Weg, der hatte halt Damage Reduction als Buff. Und dann dachte ich so, wenn ich den jetzt stehen lasse, holt ihr euch den. Und dann habe ich gegen den gekämpft. Ich finde Lazarus so kacke irgendwie im Kampf. Ich habe dich extra so ein bisschen leben lassen, weil ich wollte, dass du ein bisschen Lazarus spielst. Ach, du hast mich extra leben lassen, schön. Dafür bist du aber ziemlich oft auf sich. Nee, ich habe ja nur einen Strike gegeben am Anfang. Aber als sie dann alle wiederbelebt hat, musste ich ja irgendwann mal aufhören mit sowas. Ja, ne, wenn du einmal auf einen gehst, ich finde, da kann man nicht genug Schaden machen, um das dann zu rechtfertigen. Wenn du einmal auf einen gehst, so, und wenn dann das eigene heilen und so weiter und... Ja gut, Les ist halt auch so, Schild, was Heilung angeht. Das Schild weg ist und sowas, dann machst du einen ja fertig. So viel Schaden kann man in der Zeit nicht machen, finde ich, um das dann wieder auszugleichen. Safo? Ist auf jeden Fall schwer, ja. Wer ist denn an?